Guten Abend, sehr geehrter Herr Minister Karl-Heinz Töchterle und guten Abend, Studenten und alle Anwesenden. Es ist mir eine Freude, hier heute zu sein und eben im Namen der katholischen Kirche und der Diözese Wien, der katholischen Hochschulgemeinde und der Studenten herzlich willkommen Ihnen zu sagen. Es ist uns eine Freude, dass wir so auf eine ungezwungene Art und ohne zu viele akademischen und offiziellen Präsentationen und protokollarische Sachen zu erledigen, einfach gemeinsam ein bisschen zu reden über etwas, das uns wichtig ist, und zwar die Bildung. Weil der Mensch einerseits gebildet ist, andererseits noch zu bilden ist. Und die Universität ist dazu da, nicht nur die Universität. Und wir möchten eben ein bisschen von Ihnen hören, was ist Bildung, oder wie auch vielleicht ein bisschen autobiografisch bezogen, aber auch wissenschaftlich. Also was ist für Sie Bildung? Nach einem ersten Impuls von dem Herrn Minister werden wir einige Fragen stellen. Vielleicht kurz, wie dieser Abend entstanden ist. Wir haben uns kennengelernt in der Eröffnung eines Studentenheimes, haben wir ein bisschen gesprochen. Und dann am selben Tag habe ich ein Abendessen gehabt mit einigen von euch bei mir in der Wohnung, so weil wir oft eben zusammen uns zusammensetzen, zusammen essen und trinken und reden, so ohne Tagesordnung sozusagen. Und dann habe ich ein bisschen erzählt, dass wir uns kennengelernt haben und so. Und dann irgendwie ist entstanden die Idee, sie einzuladen. Und dann habe ich gleich gesagt, welche Fragen hätten wir. Und dann ein paar Stunden haben wir einige Fragen gestellt. Und die wollten wir am Anfang, also nach dem ersten Impuls von Ihnen, stellen. Und dann werden wir doch für spontane Fragen auch Zeit haben. So, das Wort an Sie. Ja, schönen Abend, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die freundliche Einführung. Was bedeutet Bildung, ist der Titel, der mir aufgetragen ist, oder das Thema. Es gibt eine Erläuterung dazu auf der Einladung, die mehr biografisch ausgerichtet ist und auf die ich mich eingestellt habe. Ich werde aber, damit ich Sie nicht sozusagen mit meiner Biografie langweile, versuchen, aus meiner Biografie gewisse bildungspolitische Positionen und auch universitätspolitische Positionen meinerseits abzuleiten, sodass Sie vielleicht nachvollziehen können, warum ich manche Dinge so denke, wie ich sie denke. Und nenne sozusagen aus der Biografie vielleicht nur diesbezüglich relevante Sachen. Wo fange ich an? Ja, also ich bin ein Arbeiterkind. Ich bin der älteste von vier Buben eines Schmieds, war Schmied im Stubaital, das ist ein Tal südlich von Innsbruck, in dem seit Jahrhunderten Schmiedetradition daheim ist. Ich selber habe in der Jugend, in den Ferien sehr häufig in der Schmiede gearbeitet. Das war damals noch eine sehr, sehr handfeste Arbeit, also wirklich Schmieden im besten Sinne des Wortes. Und ich habe auch in anderen Berufen in den Ferien gearbeitet, auch als Skilehrer, auch als Fußballer, habe ich mehr gespielt als gearbeitet, aber ein bisschen Geld verdient. Ich kenne also sozusagen die Situation eines Studierenden, der sein Studium auch größtenteils sich selber verdienen muss. Und ich habe, als ich zu studieren begonnen habe, auch noch Studiengebühren zahlen müssen. Kolleggeld hieß das damals. Ich hätte aber keine Sekunde gezögert, deswegen nicht zu studieren. Das war für mich überhaupt kein Problem. Sie waren maßvoll, aber sie waren sicher nicht niedriger, als sie jetzt wären oder sind. Aber der Impuls zum Studium kam natürlich bei mir aus meiner Gymnasialzeit. Auch der Grund für die Fachwahl kam aus meiner Gymnasialzeit, deswegen gehe ich auf die noch ganz kurz ein. Ich habe sie absolviert an einem
Franziskanergymnasium in Hall. Bin dort in der Unterstufe auch im Internat gewesen, in der Oberstufe dann nicht mehr. Bin dort aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht erkläre, in die zweite Klasse eingestiegen. Und das hat bedeutet, dass ich das erste Jahr Latein nachlernen musste. Wir hatten damals 8 Jahre Latein in diesem Gymnasium und 6 Jahre Griechisch. Es war ein humanistisches Gymnasium eines Typs, den es nach dem Krieg in Österreich, im Osten zum Beispiel, gar nicht mehr gab. Es gab dort nur 6 Jahre Latein und 4 Jahre Griechisch. Auch die Gründe dafür könnte ich erläutern, ist aber hier nicht von Relevanz. Ich musste also ein Jahr Latein nachlernen. Dieses Jahr hat mir unser Dorfpfarrer im Sommer nachgelernt. Und das, was die anderen als Wiederholungsprüfung machen mussten, die im ersten Jahr schon nicht genügend hatten, machte ich sozusagen als Aufnahmeprüfung, um in die zweite Klasse kommen zu können. Und zufälligerweise hat mein Bruder, der ein Jahr jünger ist, dieselbe Laufbahn genommen. Also auch er ist dann in die zweite Klasse eingestiegen. Und ich habe im Sommer dann meinerseits ihm ein Jahr Latein nachgelernt. Ich war 12, er war 11. Und die Eltern hatten offenbar sehr großes Vertrauen in uns und haben das einfach angeordnet und es hat funktioniert. Das hat aber dazu geführt, dass mir Latein unglaublich leicht gefallen ist. Immer für mich war das ein ganz leichtes, selbstverständliches, problemloses Fach. Und das hat dann letztlich auch über gewisse andere Überlegungen im Weg dann dazu geführt, dass ich dann auch klassische Philologie und Germanistik studiert habe, im Latein, Griechisch und Deutsch. Und ich muss gestehen, ich habe eigentlich immer wieder Probleme gehabt mit dieser Fachwahl. Ich habe über viele Jahre Probleme gehabt mit dieser Fachwahl, weil ich immer wieder darunter gelitten habe, dass die Relevanz dieser Fächer für die heutige Zeit und Gesellschaft sehr gering veranschlagt wird und auch für mich selber nicht so leicht sichtbar war. Also ich hatte viele Selbstzweifel. Und die haben sich natürlich irgendwie auch in Selbstzweifeln niedergeschlagen, was meine berufliche Laufbahn anlangt. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich gehe irgendwann einmal in ein Gymnasium als Latein- und Deutschlehrer und habe aber dann immer wieder an der Universität Angebote bekommen, das heißt kleinere, dann größere, zu bleiben, Assistent dort zu werden. Und irgendwie ist dann eben doch eine Habilitation draus geworden und eine Universitätskarriere, die aber immer wieder auch für mich selber in Frage stand. Ich bin nicht sozusagen angetreten, um Universitätsprofessor zu werden. Das hat sich irgendwie eher ergeben. Und was für mich sehr bemerkenswert war, also jetzt für mich persönlich als Erfahrung, dass ich erst relativ spät und am stärksten jetzt als Minister, vorher schon als Rektor, aber am stärksten jetzt als Minister, diese Fachwahl bestätigt bekommen habe oder die Richtigkeit oder die Sinnhaftigkeit dieser Fachwahl bestätigt bekommen habe, weil ich inzwischen feststelle, dass ein Usus, den ich pflege, den ich aus ganz pragmatischen Gründen pflege, aber nicht nur aus pragmatischen, nämlich bei fast allen meinen Reden, Argumentationen, Publikationen mit der Antike zu beginnen oder die Dinge in der Antike zu begründen, sehr viel Nachhall finde, sehr viel positive Reaktionen, sehr viel Zustimmung, sehr viel Akzeptanz, ja auch sehr viel Lob finde. Ich merke also, das ist die eine Seite, die Seite der Rezeption sozusagen, ich merke, dass die Menschen das schätzen. Und nicht nur als gelehrte Verzierung schätzen, sondern als offenbar das Erfüllen einer Erwartung oder einer, vielleicht sogar einer Sehnsucht, nämlich der Sehnsucht nach Fundierung. Ich suche sozusagen, wenn ich das tue, jeweils eine Basis auf. Also ich beginne mit Platon oder Aristoteles oder mit Cicero oder mit in der Dichtung mit Homer oder Sappho. Also ich beginne bei den Wurzeln der europäischen Kultur. Ich kann das natürlich auch in der Architektur tun oder in der Malerei oder in der Plastik oder in der Philosophie.
Die klassische Philologie ist ein umfassendes Fach. Sie lehrt und bestreicht alle Lebensbereiche. Nicht so wie moderne Philologien, die fast nur sich der Belletristik zuwenden, sondern für die klassische Philologie ist jeder Text relevant, jeder. Und es ist auch jeder Text untersuchenswert. Und deswegen, vielleicht auch wegen der großen Distanz der Texte, ist es nötig, ihre Kontexte, ihre Umwelt genauer zu studieren. Und es ist sozusagen dann ein Kosmos, den man studiert. Und dieser Kosmos liefert eben auch die Fundierungen der europäischen Kultur, die ja doch auch eine Weltkultur ist, bei aller Problematik von Eurozentrismus, die ist mir durchaus bewusst, aber wir sind nun einmal Angehörige dieser Kultur und daher dürfen wir natürlich schon ihre Wurzeln auch suchen und uns ihrer bewusst werden. Also das ist die eine Seite der Rezeptionsseite, die ich jetzt am stärksten erlebe. Ich habe es schon als Rektor sehr stark erlebt. Ich war ja ab 2007 bis 2011 Rektor der Universität Innsbruck. Und auch da habe ich das schon erlebt, aber jetzt erlebe ich es noch stärker. Und es gibt auch eine Produktionsseite, eine Seite, die von mir aus kommt und die ich von meiner Seite spüre. Dieses Studium und die Beschäftigung mit diesem Gebiet über Jahrzehnte natürlich und damit auch eine sehr vertiefte und auch eine sehr breite Beschäftigung, die weit über die Antike hinausgeht, in vielen Bereichen, weit über die Antike hinaus. Ich habe auch aus der Sehnsucht heraus, relevant zu sein, mich immer mit Dingen beschäftigt, die das Fach über seine zeitlichen Grenzen hinausdehnen. Also solche Dinge sind etwa die Rezeptionsgeschichte. Wir wissen ja alle, dass die Antike eine bis heute andauernde, bedeutende Rezeption vorfindet. Gerade jetzt wird dann im Burgtheater, ich habe ja zu Mittag gegessen mit Herrn Hartmann und der hat mir von dem Projekt erzählt, wird im Burgtheater die Ilias mit Textbasis von Rallschott inszeniert. Und ich könnte tausende Beispiele nennen, brauche ich in diesem kundigen Publikum auch nicht zu tun. Also die Rezeptionsgeschichte der Antike ist sehr, sehr bedeutend und war für mich eine Möglichkeit, Relevanz zu finden. Eine zweite über die Antike hinausgehende Schiene ist die Theorie, sage ich jetzt einmal sehr breit, das ist natürlich im engeren Sinn Literaturtheorie, also Aristoteles, Horaz, Peri-Hypsus, also dieses anonyme Traktat, Augustinus, Literatur, Sprachtheorie. Das sind Dinge, die immer noch traktiert werden und man kann heute noch mit aristotelischen Kategorien einen Film analysieren, das geht problemlos. Und im Weiteren sind natürlich auch andere Formen der Theorie, natürlich die Philosophie, Platon. Eine dritte über die Antike hinausreichende Schiene, die ich betreten habe oder befahren habe, ist das Neulatein, das Ihnen vielleicht jetzt nicht so geläufig ist. Ich weiß zumindest, dass es vielen Gebildeten wenig geläufig ist, wenn man sagt Neulatein, was ist das? Deswegen erlauben Sie mir eine ganz kurze Erklärung. Es ist die Latinität ab Petrarca, der von 1314 bis 1374 lebte, also ab dem 14. Jahrhundert. Und mit Petrarca und der Renaissance begann eine neue und andere Phase der Latinität, in das sogenannte Neulatein, in der Rückbesinnung auf die Antike. Aber es ist kein reines antikes Latein. Und die Bedeutung des Neulateins ist, dass sie eine gigantische Literatur hervorgebracht hat, und zwar eine internationale Literatur. Wer damals international gelesen werden wollte, in diesen Jahrhunderten ab der Renaissance, musste Lateinisch publizieren, so wie jetzt Englisch. Und das Interessante oder das Bemerkenswerte ist, dass diese neulateinische Literatur, die riesig ist, man die berühmtesten Exponenten kennt man, Erasmus, Cusanus, Celtis, Thomas Morus, Utopia, natürlich, also man kennt sehr bedeutende Autoren durchaus, aber die breite Masse darunter kennt man nicht. Frage, kennt hier jemand Jakob Balde, kennt denn jemand? Sie kennen ihn? Ich glaube, ich habe schon mal gehört. Ja. Ja, es ist erstaunlich, dass man ihn überhaupt kennt. Er war sicher, er war Jesuit. Entschuldigung, Jakob was? Jakob Balde, mit welchem B geschrieben? Balde. Wie bald? Nur mit einem E danach. War Jesuit, lebte und dichtete im 17. Jahrhundert.
auch in Tirol, aber vor allem in Bayern. Und Jakob Ball ist sicher der größte Dichter des 17. Jahrhunderts und der beste Dichter des 17. Jahrhunderts. Ein riesenhaftes Oeuvre und praktisch unbekannt und auch hier in diesen gebildeten Kreisen unbekannt. Und so könnte ich jetzt hunderte, tausende Namen nennen, die auch kaum erforscht worden sind. Einfach deswegen, weil sich niemand dafür interessiert hat, niemand dafür zuständig gefühlt hat. Die Latinistik war ein Teil der klassischen Philologie und hat sich also nur für die klassische Latinität interessiert, für die antike Latinität. Und die Nationalphilologien haben sich nur für ihre Nationalsprachen interessiert. Also die Neulatein und die neulateinische Literatur saß und sitzt immer noch zwischen den Stühlen. Ich habe mich diesem Gebiet zugewandt und habe dafür jetzt auch in Innsbruck eine, nicht ich allein, sondern nicht mit meinen Schülern, ich habe das Glück, hervorragende Schüler und Nachfolger zu haben, wirklich hervorragende, die Professuren besetzen in sehr guten Universitäten in Europa und teilweise aber jetzt nach Innsbruck zurückgekommen. Wir machen jetzt in Innsbruck, da haben wir jetzt ein Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulatein gemacht und dort wird neulateinische Literatur auf breiter Front erforscht. Es ist eine für Europa sehr, sehr bedeutende Literatur. Europäische Mentalität, Identität findet sich vielfach in Neulatein. Ein weiteres Beispiel zu nennen, Justus Lips, das dürfte vielleicht bekannt sein, weil ein Gebäude in Brüssel, das Gebäude der Kommission, nach ihm benannt ist, Justus Lips, ein berühmter Philologe, holländischer, belgischer, deutscher, also hat in verschiedenen Orten gewirkt. Und allein, dass die EU ein zentrales Gebäude nach einem Neulateiner benennt, zeigt, dass man schon weiß, dass hier viel Europäisches liegt und läge. Das muss man vorstellen. Das war eine dritte Schiene und eine vierte Schiene war die Fachdidaktik, die ich immer intensiv betrieben habe, weil ich erstens einmal immer die Absicht in mir hatte, eventuell Lehrer zu werden. Und zweitens auch, weil die alten Sprachen immer umstrittene Sprachen sind im heutigen Lehrplan und immer sozusagen in einer Verteidigungsposition sind. Und deswegen habe ich sozusagen die Frage, was ist ihr Bildungswert und wie sind sie in der Schule zu vermitteln, habe ich immer sehr beschäftigt. Es gibt ja in diesem Bereich einen unglaublichen und unglaublich naiven Optimismus vieler Fächer, die meinen, es genügte, wenn man ein Fach studiert und dann kann man es auch unterrichten, das stimmt natürlich nicht. Diese Position vertreten manche Fachvertreter mit einer unglaublichen Radikalität, aber auch einer unglaublichen Ignoranz. Es ist schlicht nicht so, dass ich Physik oder Mathematik oder auch Germanistik oder irgendwas eins zu eins in der Schule unterrichten kann. Das ist klarerweise nicht so, dass die Schulfächer gehorchen nicht den Gesetzen und den Interessenslagen von Universitätsfächern. Das kann gar nicht so sein. Das heißt, man braucht immer eine Vermittlungsinstanz und das ist dann die Fachdidaktik. Ich habe auch schon eine Dissertation im Bereich der Fachdidaktik geschrieben über Ciceros De Republica. Und zwar habe ich analysiert, wie dieser Text, der vollständig erst wieder 1819 entdeckt wurde in der Vatikanischen Bibliothek auf einem Palimpsest, wie dieser Text in den Schulen interpretiert wurde und wird. Und ich habe damit gezeigt, wie ideologieanfällig Unterricht auch ist. Denn man kann jeden Text, aber vor allem natürlich auch antike Texte, ganz beliebig, scheinbar ganz beliebig, interpretieren. Man hat die Republik ganz unterschiedlich interpretiert in den Schulen. Vom kommunistischen Manifest bis zur demokratischen Programmschrift, was es beides natürlich überhaupt nicht ist. Aber man kann natürlich mit der Republika unglaublich überzeugende politische Bildung machen in den Schulen. Also das war meine Dissertation. Und die Fachdidaktik war meine vierte Schiene, mit der ich versucht habe, meinem Fach Relevanz zu geben. Jetzt bin ich immer noch nicht angelangt bei der Produktion, ich habe es aber nicht vergessen, bei der Produktionsseite. Was ich einfach feststelle ist, dass ich jetzt, wo ich in einer Funktion bin, wo ich sehr, sehr oft in die Situation komme zu reden, wie hier, wo ich aber selten in dieser Situation komme, die angenehme meine Biografie zu Hilfe nehmen zu können, feststelle, welch reicher Fundus mir zur Verfügung steht.
das ist von einer, das ist komfortabel, sage ich einfach. Es gibt nahezu keine Situation, wo ich in Verlegenheit gerate, weil dieser Fundus einfach da ist und weil man ganz ohne Zwang, hoffe ich zumindest, vielleicht bin ich auch schon berüchtigt, das mag auch sein, ganz ohne Zwang aus diesem Fundus schöpfen kann und von ihm aus dann moderne Überlegungen starten kann. Also ich könnte jetzt natürlich über Bildung theoretisch reden und ich würde natürlich bei der griechischen Paideia anfangen und ich könnte bei Homer anfangen und in der Ilias oder sogar im homerischen Zyklus und erzählen, dass Achilles selber von einem Kentauren gebildet wurde und daraus meine Schlüsse ziehen, oder ich könnte mit der griechischen Sophistik beginnen, die ich übrigens in einem Artikel, der am Sonntag in der Presse erscheint, bemühe, oder natürlich mit Platon oder mit Sokrates, der die Enkyklios Paideia begründet hat, oder mit Cicero, der die Verbindung von Philosophie und Rhetorik verkündet, oder mit Quintilian, oder überhaupt mit der Rhetorik, die ja ein zentrales Bildungsinstrument der Antike war, übrigens bis ins 18. Jahrhundert war, oder mit der Spätantike, mit Marcianus Capella oder Cassiodor, mit dem Septem Artis Liberalis. Also ich hätte, wie Sie sehen, schon jetzt, das habe ich jetzt in rhetorischen Form meiner Praeterizio gemacht, ich übergehe das alles, indem ich es übergehe, das ist die Funktion einer Praeterizio. Sie deutet Argumentenfülle an, führt sie aber nicht aus, das habe ich jetzt gemacht. Ich könnte also 10 oder 15 Zugänge wählen, sie alle wären sehr, sehr spannend, sie alle würden sehr schnell und sehr fundamental in die Gegenwart führen können. Und wenn es interessiert, begehe ich danach noch einen Weg in die Richtung, aber es muss nicht sein, ich will hier nicht dozieren, sondern ich will sozusagen meine Biografie fertig erzählen und auch ein paar Anschlusspunkte in meine derzeitige Arbeit und meine derzeitige Auffassung von Bildung und Bildungspolitik ziehen. Also Sie merken an dieser Biografie, dass es schon ein sehr tiefes Bildungserlebnis war, das ich mit meinem Fach erlebt habe. Vielleicht, dass ich noch meine Habilitation erwähne, denn das sind so die großen Dinge, die ich gemacht habe. Ich habe natürlich viele kleinere Dinge auch gemacht und publiziert, aber meine Habilitation war ein Kommentar zum Ödipus des Seneca. Und möglicherweise hochen Sie auch jetzt schon wieder auf, denn es, nehmen wir mal an, dass nicht viele von Ihnen wissen, dass Seneca den Ödipus geschrieben hat. Nehme ich einmal an. Auch das ist eine Geschichte. Wir kennen natürlich alle den Ödipus, spätestens durch Freud. Viele von uns wissen natürlich, dass der Basistext auch für Freud der Ödipus Tyrannos des Sophokles war, der in den 20er Jahren des 5. Jahrhunderts vor Christus aufgeführt wurde und der eine glanzvolle, großartige, bis heute immer wieder gespielte Tragödie ist. Kaum jemand weiß, dass auch Seneca einen Ödipus geschrieben hat, kaum jemand weiß, dass Seneca überhaupt nicht ganz 10 großartige Tragödien gedichtet hat. Wir kennen Seneca als Philosophen, als stoischen Philosophen. Seine Tragödien sind großartig. Ich habe heute Mittag mit Herrn Hartmann kurz darüber geredet, auch er wusste nicht, und das ist sozusagen nicht Ignoranz, sondern ist normal, dass Seneca Tragödien geschrieben hat, und was er vor allem nicht wissen konnte, wie großartig die senecanischen Tragödien sind. Sie sind teilweise, würde ich sagen, dramatisch und vor allem für unsere Zeit wesentlich attraktiver als die griechischen Tragödien, die wir immer noch aufführen. Sie werden aber nie aufgeführt. Also darüber habe ich meine Habilitation geschrieben. Ich habe einen Kommentar zu diesem Stück geschrieben, eben weil Seneca so unbekannt und auch so gering geschätzt war als Tragödienautor, als Philosoph ist er einigermaßen geschätzt. Auch da hat es einige Zeit gebraucht, und auch da waren zuerst nur die Griechen geschätzt. Wir haben aber von den Griechen viele philosophische Richtungen kaum überliefert. Wir haben Platon, wir haben Aristoteles, aber wir haben wenig von der Stoa, wir haben wenig von Epikur. Das alles ziehen wir eher aus römischen Quellen. Und schon von dieser philosophischen Färbung von dieser Vorprägung her sind natürlich die senekanischen Tragödien angereichert und spannender eigentlich als die griechischen. Aber das ist schon fast Blasphemie, das zu sagen. So, jetzt höre ich langsam auf. Ich
habe natürlich auch aus dieser Arbeit unglaublich viel persönlichen Bildungsgewinn gezogen und bin dann eben in die universitäre Selbstverwaltung geraten, möchte ich sagen. Ich wollte eigentlich dort nie hin. Es klingt grotesk, dass ich dann sogar Rektor wurde. Das war natürlich nicht wider meinen Willen, sondern mit meinem Willen muss ich ja bewerben und bemühen. Das hat spezielle Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehe. Ich kann nur sagen, ich habe dadurch sehr, sehr viele Facetten universitären Lebens an mir selber ablaufen sehen. Ich habe dieses Leben immer sehr reflektiert gelebt. Ein bisschen einen Einblick, glaube ich, konnte Ihnen dazu geben, warum ich so reflektiert leben musste, weil ich eben immer auch mit mir selber gewisse Probleme hatte. Und diese Reflexion über das, was ich tat und was ich nicht tat und was ich tun hätte können und so weiter und nicht tun wollte und dann doch getan habe, die haben natürlich dazu geführt, dass ich ein sehr scharf umrissenes Bild von dem habe, was ich meine, was den Unis gut tut und der Bildung in Österreich gut tut. Das ist ein durchaus, gebe ich zu, eher konservatives Bild, in dem zum Beispiel diese Sehnsucht nach allgemeiner Bildung an der Universität für mich eine unerfüllbare Sehnsucht ist. Die Universität ist ein Ort der Spezialbildung, nicht der allgemeinen Bildung. Umgekehrt ist die Sekundarstufe ein wichtiger Ort der allgemeinen Bildung. Irgendwo muss sie stattfinden. Und gleichwohl ist natürlich der Wissenschaftler immer gehalten, seine eigene Position zu hinterfragen und sich nie sicher zu sein, ob er denn Recht hat. Also das ist die andere Seite, nicht? Man wird immer auch wieder mal zum Zauderer und zum Konkordator, ob man denn überhaupt diese Position, die man meint, vertreten zu müssen, vertreten soll, ob nicht vielleicht doch der andere Recht hat, was für die Politik nicht so ideal ist, das gebe ich zu. Da muss ich mich manchmal einfach drüber hinwegsetzen, über meine eigenen Selbstzweifel. Aber die Bildungsvorstellungen und Bildungsideale sind für mich durch diese Biografie sehr klar konturiert und darüber kann ich auf Anfrage noch sehr viel und sehr gerne reden. Ich lasse es einfach mal dabei bewenden. Heute haben wir in der Liturgie schon das Wort Bild bekommen, wird gerade einige von uns gerade gefeiert haben. Gott helfe uns, dass wir den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen, der nach deinem Bild geschaffen ist. Also wo das Bild kommt als Ursprung, das man bekommt, aber gleichzeitig anziehen. Also das gehört auch verwirklicht. In diesem Sinne hätten wir vielleicht die erste Frage. Unsere Fragen sind sehr, sehr back to basic. Also wirklich fast existenzielle Fragen, würde ich sagen. Weil ich glaube, was der Mensch braucht als Motivation für eine gute Bildung, ist vor allem, glaube ich, diese Ebene der existenziellen Antworten. So, beginnen wir, Anna. Ich studiere an der Pädagogischen Hochschule, Volksschullehramt. Das heißt, ich werde Volksschullehrerin. Und meine Frage wirkt eben vielleicht ein bisschen banal auf den ersten Blick, weil meine Frage ist, warum soll man überhaupt studieren? Und ich habe mir eben gedacht, es ist heutzutage irgendwie schon so ein normaler Werdegang von einem jungen Menschen, dass man halt die Matura macht und dann studiert. Und ich treffe irgendwie viele Leute, die sich fragen, was soll ich studieren? Aber ich habe noch mit niemandem geredet, der sich gefragt hat, soll ich studieren? Und deswegen, also es ist eben so selbstverständlich und ich denke, das sieht man auch an den überfüllten Unis. Und deswegen ist meine Frage eben, warum soll man studieren? Ich gratuliere Ihnen zu dieser Frage. Und ich rede jetzt scheinbar contra domum, wenn ich sage, man muss natürlich nicht studieren. Und dieser Kurzschluss, auf jeden Fall studieren zu müssen, ist ein Kurzschluss. Ich gebe allerdings zu, auch meine beiden Kinder haben studiert, aber ich muss ganz, und ich sage das mit hoffentlich mit Glaubwürdigkeit, ich hätte es hundertprozentig akzeptiert, wenn sie einen anderen Weg gewählt hätten. Sie haben das ja aus meiner Biografie gehört, mein Vater war Schmied. Er war sein ganzes Leben lang stolz auf seinen Beruf, stolz auf das, was er kann und konnte. Und es gibt, ich lebe in dörflicher Umgebung und ich kenne dort sehr viele nicht studierte, tüchtige Menschen, die ein erfülltes, glückliches Leben führen, häufig sogar ein auch beruflich geglückteres als so manche Akademiker, die von einer prekären Anstellung zur anderen sich handeln.
Also man muss natürlich nicht studieren, um glücklich zu werden. Und jeder, der kurz denkend zum Beispiel Schulformen als Sackgassen bezeichnet, die nicht zu einer Matura führen oder dieser Akademisierung so sehr das Wort redet, diskriminiert eigentlich diejenigen, die nicht Akademiker sind und ist eigentlich unsensibel. Das tangiert natürlich die Frage nach der berühmten Akademikerquote, wo uns die OECD immer vorhält, dass sie bei uns viel zu niedrig sei. Ich bestreite das. Es gibt inzwischen genügend Belege, dass wir ein einigermaßen ausgewogenes Verhältnis haben. Es gibt allerdings schon Belege, dass die Akademisierung ein bisschen zunehmen muss, weil viele, viele Berufe jetzt nach hohen Qualifikationen verlangen. Das heißt, wir müssen wohl noch ein bisschen mehr akademisieren, aber wir sollten das vielfältig tun, auch in Fachhochschulen. Gerade im pädagogischen Bereich wissen wir auch, dass wir auf Mangel zugehen. Es sollte vielleicht auch noch einen tertiären Sektor der Berufsbildung geben, also die sogenannte Berufsakademien. Aber grundsätzlich haben Sie vollkommen recht, es kann auch ohne Studium gehen. Und Bildung ist natürlich nie und nimmer zwangsläufig mit Universität verbunden. Natürlich nicht. Es gibt eine Fülle von Bildungsmöglichkeiten außerhalb und ohne Universitäten. Wie gesagt, es scheint jetzt ein bisschen gegen meinen Bereich zu reden, aber ich will jetzt nicht zu ausführlich werden, dass durchaus auch mit meiner Vorstellung, wie sich das österreichische Bildungs- und Universitätssystem entwickeln sollte, sehr gut verbinden und argumentieren. Und positiv gedacht, also was könnte ein guter Grund für eine solche Entscheidung, für ein Studium? Für ein Studium? Ja, es gibt natürlich überaus gute Gründe für ein Studium, aber ich insistiere darauf, dass ein Studium durchaus auch gewisse spezielle Qualifikationen erfordert. Und ich denke, es ist eine Auswahl, ich vermeide jetzt das Wort Elite, aber es ist eine Auswahl von Menschen, die das hat. Und es gibt sehr viele Menschen, die andere Stärken haben und die würde ich gleich hoch schätzen wollen. Wir schätzen natürlich die geistige Betätigung viel höher ein als die körperliche. Das ist ein Erbe Platons. Also Platon hat uns diesen Dualismus beschert. Beschert hat uns eigentlich letztlich die Kontakte der Griechen zum Orient, denn dort kommt dieser Dualismus her. Und Pythagoras hat ihn schon noch in den Westen gebracht, aber Platon hat ihn so fundiert, dass wir heute eben von Platon hier reden. Und das Christentum hat ihn auf andere Weise verlängert und vertieft. Und dieser Dualismus, dass Geist gut und Körper schlecht ist, wir kennen ihn und wir kennen alle seine Folgen und wir müssen ihn hinterfragen, weil er eine Fülle von Implikationen hat, zum Beispiel auch die Abwertung der Frau, resultiert letztlich aus diesem Dualismus. Das ist ein Erbe, das wir haben und das in uns so drinsteckt, dass wir schwer davon wegkommen. Es gibt heute diverse Versuche, wegzukommen. Künstler, Philosophen, Körperdiskurse, aber wir schaffen es nicht. Und man fühlt sich auch nicht unbedingt wohl dabei, zu stark gegen diesen Dualismus anzukämpfen. Das ist eben wieder die andere Seite. Also, der Nächste. Ich bin die Monika und ich studiere Biologie und Französisch auf Lehramt. Und meine Frage an Sie ist, welche Rolle spielt eine universitäre Bildung im Gesamtleben? Also wie wirkt sich das, dass wir studieren, nicht nur auf unser Unileben aus, dass wir auf der Uni sind, dass wir uns bilden, sondern überhaupt auf unser gesamtes Leben? Ich glaube, dass jede Bildungsbemühung und jede Bildung den Menschen bereichert. Und manchmal tut sie das auch materiell, dann ist es natürlich auch günstig. Vor allem tut sie es aber klarerweise geistig und moralisch. Da könnte man jetzt Zweifel anmelden, durchaus, denn wir erleben oft das Gegenteil, dass gerade gebildete Menschen durchaus um keinen Deut moralisch besser sind als weniger gebildete. Aber ich habe doch einen gewissen sokratischen Tugendoptimismus. Das heißt, Sokrates war ja der Meinung, wenn jemand wisse, was gut sei, dann strebe er es auch an. Mhm. Ist schon ein Kurzschluss, außer man interpretiert das Wissen, was
Sokrates da meint, und das griechische Wort dafür ist meistens Eidein, also das, da steckt auch ein bisschen das Sehen drin, das Einsehen. Das heißt, dieses Wissen, wenn man das nicht nur intellektuell interpretiert, sondern auch als Wertinternalisierung interpretiert, dann kommt man wieder in die richtige Richtung. Ich glaube schon, dass Bildung Menschen besser machen kann. Dazu muss sie aber entsprechend angelegt sein. Also Bildung bereichert, Bildung macht besser. Und damit ist schon viel gesagt. Bildung ermöglicht natürlich auch, das muss man auch ganz klar sagen, und damit bin ich schon wieder sozusagen im Widerspruch zu vorhin, aber mit Widerspruch muss man eben leben. Bildung kann natürlich auch vieles leichter machen, schöner machen, angenehmer machen. Sie kann auch vieles schwerer machen, auch das ist richtig. Der Baum der Erkenntnis hat die Menschen aus dem Paradies vertrieben. Also so ist es wohl mit der Bildung generell, dass sie das Wissen auch spaltet. Pessima corrupti optimis. Sie sagen es. Auch für mich ist... Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt ausreichend gut beantwortet habe, aber es war nur eine Assoziation, die ich sozusagen angefügt habe. Für mich war es sehr wichtig, als dann, ist heute als Priester sehr wichtig, dass ich Wirtschaft und Jus studiert habe. Ja? Ja. Vielleicht mehr als Philosophie und Theologie. Weil ich damals viel dadurch gelernt habe, dass die Sachen komplexer sind, als ich glaubte. Und die Differenzierungen in der Sprache zum Beispiel, in der Rechtswissenschaft, ist sehr wichtig. Und in der Wirtschaft, die verschiedenen Theorien, was passiert in der Welt und wie funktioniert die ganze Wirtschaft in einem Betrieb oder in einem... Wissen also, das die Wirtschaftswissenschaftler, wie sie funktioniert, die Wirtschaft? Das höre ich jetzt einmal von einem Lateiner, bitteschön. Na, das ist, heutzutage ist gerade die angeblich die 4-5 Menschen, die angeblich am besten sich auskennen. Wer? Die 4-5 Menschen in der Welt, die am besten sich auskennen in der Wirtschaft, sind normalerweise auf 90% einverstanden. Also heutzutage angeblich nicht. Also diese 4-5 Menschen, die so viel wissen von der Wirtschaft, sind nicht mehr einverstanden. Also sie wissen nicht, was gerade passiert und wir davon ausgehen können. Das ist wirklich eine... Aber eben, man versteht, dass die Realität viel komplexer ist. Man geht in einen Punkt der Realität, was auch immer welche, als Biologe, als Wirtschaftler, als Jurist oder so, und irgendwie versteht man die ganze Realität mehr, also durch ein Fragment durch. Das ist übrigens ein Gedanke von Schleiermacher, den Sie da gerade formulieren. Ah ja. Die Universität, wie wir sie seit Humboldt kennen, mit Humboldt verbinden, konzipiert, mitkonzipiert hat. Mhm. Auch von einem platonischen Grundsatz her. Ja, von Balthasar genommen, das Ganze in Fragmente ist ein Titel von Balthasar. Aber eben das, also diese Großzügigkeit, glaube ich, ist notwendig, weil das Leben hat viele Umwege. Wichtig ist, dass man sich für die Wahrheit interessiert in dem Bereich, wo man sich beschäftigt momentan, mit einer gewissen Ironie. Vielleicht kann das nachwirken in einem anderen Bereich 20 Jahre später. Aber inzwischen eben habe ich meinen Geist geformt und verfeint. Aber über die Zukunft wollten wir auch reden. Glaube ich, Robert war dran als Nächste, oder? Also hallo, ich bin Robert und ich studiere Kunstgeschichte und Wirtschaft. Und das ist für die meisten wahrscheinlich eine etwas unkonventionelle Mischung. Und sie macht mich in der Tat auch zu einem gespaltenen Studenten, in der Hinsicht, dass ich Wirtschaft aus Pragmatismus studiere, wegen den Berufsaussichten, und Kunstgeschichte eben aus Leidenschaft. Und vor diesem Hintergrund würde mich Ihre Haltung interessieren zu der Frage, sollte man sich bei der Wahl des Studiums primär nach den Anforderungen des Arbeitsmarktes orientieren, also später einen Job zu finden, oder sollte man doch nach der gespürten Berufung gehen? Danke. Ja, Sie selber repräsentieren eigentlich meine Antwort schon. Ich bin, wo immer es geht, ein Freund des sowohl als auch und ein Gegner des entweder oder. Katholisch. Wenn es möglich ist, Katholisch.
Katholisch wird auch universell. Also, nie out-out, wenn dann well-well oder et-et. Ja. Out-out ist ausschließend, well-well ist einschließend und et-et natürlich genauso. Ja, schön, wenn das auch katholisch ist, wunderbar. Mindestens heute in der Pause, oder? Ich denke, für ein gelingendes Leben ist natürlich schon auch eine befriedigende Arbeit und überhaupt eine sichere Anstellung für viele Menschen wichtig. Sei es, dass man eine Familie gründet, sei es, dass man sich auch von den allzu drängenden materiellen Sorgen entbindet, um sich anderen Dingen zuwenden zu können. Also es braucht man nicht klein und nicht schlecht reden. Natürlich gibt es Heilige, die die Armut um der Armut willen wählen. Ich bin selber im Internat der Franziskaner gewesen. Ich weiß sehr gut, wie Franziskus gedacht hat. Das ist schon ein sehr, sehr bemerkenswerter Lebensentwurf, für den aber die meisten wohl nicht die Kraft abbringen. Und es wäre vielleicht auch gar nicht einfach für die Welt, wenn alle so dächten und so leben wie Franz von Assisi. Aber ideal ist natürlich, wenn man beides irgendwie verbinden kann. So ganz blauäugig und sozusagen ohne Denken an eine materielle Absicht in der Zukunft zu studieren, ist schon riskant. Ich meine, wenn man ganz sicher weiß, das ist das, was ich will und nur das ist es, dann sollte man es tun. Ich bezweifle allerdings, und ich habe dazu viel Erfahrung, dass viele Menschen sind, die diese klare Berufung in sich haben. Die meisten, sehr, sehr viele, sind sich ohnehin unsicher, was sie eigentlich studieren sollten. Und die Studienwahl ist oft sehr, sehr kontingent. Sehr kontingent. Und wenn sie dann schon kontingent ist, ist es sinnvoller, wenigstens ein paar Sachkriterien anzuwenden bei der Studienwahl. So, jetzt kommt eine letzte Frage von denen, die geplant sind. Die ich sehr gerne angenommen habe, weil ich ein bisschen selbstkritisch bin mit der katholischen Studentin von heute und mit mir selbst. Nach einer Phase der Überpolitisierung in dieser Gesellschaft und in der Kirche sind wir gerade in einer Phase, wo die Studenten sehr wenig engagieren in etwas, das nicht die eigene Nische ist. Und die katholischen Studenten, glaube ich, heutzutage bezeichnet sind als fast apolitisch oder unpolitisch und sehr wenige von ihnen engagieren sich in der Gesellschaft und in der Uni. Und deswegen herzlich willkommen. Also mein Name ist Patrick Michael und ich studiere Pharmazie und Genetik und seit diesem Semester auch ein bisschen Wirtschaft, weil ich allgemein sehr interessiert bin, vor allen Dingen auch an der Universität. Und da ist meine Frage, wie können wir als Student am Leben der Universität mitwirken? Besteht die Möglichkeit überhaupt? Ja, als Student wirken Sie schlicht mit dadurch, dass Sie studieren. Das ist einmal die erste fundamentale Mitwirkung. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass der Begriff Universitas ist ein ungesättigtes Substantiv. Es bedarf der Sättigung durch Genitive oder durch Attribute. Genitivattribute sind es meistens, die man dazufügt. Die ursprünglichste Sättigung ist Universitas Magistrorum et Scholarium. Das beantwortet natürlich die Frage schon teilweise. Bitte übersetzen Sie, weil da ist nicht selbstverständlich. Die ursprüngliche Konzeption von Universität ist also die Gemeinsamkeit oder die Allheit der Lehrenden und Studierenden. So ist Universität ursprünglich konzipiert und deswegen kann sie nur in diesem Zusammenwirken leben. Universität ist nicht mehr Universität, weil sie eine reine Forschungsstätte ist. Sie muss immer auch eine Stätte des Lehrens sein. Sonst ist es eben nicht Universität, das ist in ihrem Begriff inhärent. Es gibt dann einen späteren Genitiv, der auch sehr wichtig ist, Universitas Literarum, den repräsentieren sie auch durch ihre Studienwahl. Also die Allheit, die Gemeinsamkeit der Wissenschaften, auch das ist Universität und später hat sie diesen neuen Sinn bekommen oder diesen neuen Genitiv. Und das ist so das war jetzt eine begriffliche oder etymologische Reflexion. Jetzt setze ich noch eine politische dazu. Und dann noch eine wissenschaftliche. Die politische heißt, jede Institution lebt besser,
weil alle in ihr Befindlichen und Beteiligten sich einbringen in die Institution, gilt wohl auch für die katholische Kirche. Und auch da, glaube ich, wäre noch einiges zu tun, wenn ich das kritisch sagen darf. Also sehr kritisch sagen darf. Aber es gilt natürlich auch für die Universität, wenn dort ein Teil völlig passiv agiert, ist es für die Institution insgesamt fatal. Damit Sie mir glauben, dass das nicht nur leere Worte, eine Phrase ist, sage ich etwas, was Sie vielleicht gar nicht so gern oder mit Unverständnis hören. Ich habe als 2009 auch in Innsbruck die Studierenden eine Aula besetzt hielten, bin ich damals Rektor am zweiten Tag schon zu ihnen hingegangen. Ich weiß im Gegensatz zu meinem Rektor, der nie hingegangen ist. Ich bin am zweiten Tag zu ihnen hingegangen und habe gesagt, was sie hier machen, ist Universität im besten Sinne. Das hat sogar die Zeit einmal als Schlagzeile dann zitiert, worauf ich ein bisschen stolz bin. Und das glaube ich einfach. Und wenn, ich habe mit den Studierenden dann viel diskutiert und ich habe ihren Idealismus, ihre Sehnsucht nach einer besseren, anderen Universität verspürt. Auch ihren Traum, ihre unerfüllbaren Träume. Ich habe auch ihre Träume teilweise zurechtgerückt. Ich habe auch mit historischer Argumentation einiges korrigiert, von dem ich der Meinung bin und eben auch wissenschaftspolitisch, dass sie falsch liegen. Also ich war mehrere Male dann dort und habe stundenlang mit großem Vergnügen diskutiert und ich stehe dazu, das ist Universität im besten Sinne. Wenn Studenten sich um ihre Sache kümmern und sich auch beschweren und sich protestieren halten. Natürlich habe ich und auch viele Studierende darunter gelitten, dass diese Besetzung über mehrere Monate gedauert hat. Es wäre mir gelungen, die Besetzung relativ schnell zu beenden, aber es hat natürlich Kräfte gegeben, die diese Besetzung hinausziehen wollten, weil sie daraus eigenes politisches Kapital geschlagen haben. Das ist ja klar, dass das so ist und dass das so war. Und damit ist auch klar, dass ein solcher Satz wie meiner auch provokant war für viele. Das verstehe ich auch. Dennoch stehe ich zu dem Satz. Und möge nur als Beleg dienen, wie überzeugt ich davon bin, dass Studierende sich einbringen müssen. Sie sollten es natürlich in einer Form tun, die möglichst wenig, wie sage ich jetzt einmal, die Interessen der anderen schädigt oder beeinträchtigt oder auch die Kosten für die Universität in ziemliche Höhe treibt. Denn wir mussten dann Ausweichquartiere anmieten und uns hat diese ganze Geschichte über mehrere Monate einige hunderttausend Euro gekostet. Also das muss man auf der anderen Seite auch sehen. Und die Ergebnisse des Ganzen waren ja nicht allzu glänzend, aber das hat auch wieder seine Gründe. Und zum Schluss sage ich Ihnen noch ein wissenschaftliches Argument. Und das heißt, dass ich immer wieder die Erfahrung mache, dass wissenschaftliche Innovation vor allem von den jungen Leuten kommt. Und auch ein unglaubliches Feuer und ein unglaublicher Idealismus in ihnen ist. Und ich habe so viele Gremien erlebt. Ich habe ich habe vier Formen von Universität erlebt. Die Universität vor Firnberg, dann die Firnbergsche ab 75, dann das UG 93 und dann das UG 2002. Ich kenne also alle möglichen Formen von Partizipation und ich muss feststellen, die studentische war fast immer von hoher Qualität, von hohem Engagement und von großem Idealismus, während andere Gruppen sehr oft natürlich andere Interessen im Spiel haben, persönliche Do ut des, Pragmatismus, Personalpolitik etc. Die studentischen Interessen sind meistens die reinsten, die rein wissenschaftlichen. Und wenn ich jetzt höherrangige Studenten, also vor allem Dissertanten, noch in diese Betrachtung mit einbeziehe, dann muss ich sagen, der Beitrag von Dissertanten in einem Dissertantenkolleg oder Kollegium für die Forschung ist eminent und es gibt viele Wissenschaftsdisziplinen, vor allem Naturwissenschaften, die ohne Dissertanten gar nicht mehr weiterkämen. Die brauchen sie ganz dringend für den Volk. Das sind oft die eigentlichen Forscher, während die späteren oft degradieren zu Forschungsmanagern. Mhm. Und die eigentlichen Forscher an der Front der Forschung sind oft Dissertanten und das sind die Abstudierende. Also es gibt viele Gründe,
Engagement Studierenden zu wünschen, auch wenn das natürlich manchmal mühsam ist, und das sage ich auch noch, so wie mich die ÖH teilweise behandelt, ist es verstörend. Ich versuche mit ihnen ein sehr konstruktives Verhältnis zu haben, und im persönlichen Gespräch haben wir das auch, also unglaublich konstruktiv. Und wenn ich dann lese, was sie über mich in der Presse verkünden, dann denke ich mir, das sind andere Leute. Also das irritiert mich sehr und das ärgert mich auch. Also das ist etwas, was ich nicht mag. Ich will mit einer Stimme reden, nicht mit zwei ganz verschiedenen. Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Also was hält ein Jugendlicher, ein junger Mensch offen, wenn er schon reif wird, wenn er schon einige Enttäuschungen oder Erfahrungen hat oder wo er skeptischer wird und so skeptischer werden kann. Aber gut, wie vorhin gesagt, die geplanten Fragen sind vorbei. Jetzt ist das Wort mehr an das Spontane im Publikum. Hätte jemand irgendeine Frage oder etwas zu sagen oder zum Dialog, einen Beitrag? Die Frage geht gleich an das, was Sie gesagt haben. Halten Sie auch was davon, Studentengruppen zu unterstützen, die nicht von der ÖH sind, wenn das konstruktiver für die Universität und andere Studenten sein kann? Ja, natürlich ist jedes Engagement erwünscht, und wir wissen ja, wir leben ja, dass die ÖH natürlich auch schon, ich weiß nicht, ist das ein typisch österreichisches Phänomen oder ist es generell so, aber teilweise geriert sich die ÖH, wie sich die Parteipolitik in Österreich geriert, oder noch schlimmer. Und das ist natürlich eine Kritik auch an der österreichischen Politik. Natürlich braucht es Parteien, da bin ich vollkommen illusionslos. Und Parteien haben auch ihr Gutes, weil sie einfach Interessensgruppen bündeln können. Aber wenn es dann nur mehr um den Erhalt der eigenen, also der Erhalt der eigenen Macht ist für eine politische Partei essentiell, und man darf nicht verlangen, dass sie das verleugnet, das muss sie haben, das ist ihr Wesensgrund. Aber wenn sich das dann in alle möglichen Filiationen ausdehnt und in alle möglichen Bereiche, wo es eigentlich nichts mehr verloren hat, und wenn es die Sache völlig überwuchert, auch da bin ich illusionslos, Sachpolitik ist nahezu immer auch ideologisch bedingt. Die reine Berufung auf die Sache ist sehr gefährlich, weil gerade dann verbirgt man oft die Ideologie dahinter. Dennoch, wenn sozusagen alles nur mehr ideologisch dominiert ist und wenn man gewisse Positionen unerschütterlich beibehält, obwohl man ganz starke Argumente dagegen eigentlich hätte und gelten lassen sollte, dann wird es mühsam. Und deswegen finde ich auch in der Hochschülerschaft es wünschenswert, dass es neben den etablierten ÖH-Parteien andere Bewegungen gibt. Und die Uni-Fremdbewegung war so eine. Die ist nämlich eigentlich gegen die ÖH oder zumindest ohne die ÖH gestartet. Natürlich hat die ÖH dann verzweifelt versucht, Frau Maurer in Wien mit einigen geschickt, andere weniger geschickt, das wieder hereinzuholen in ihre Bewegung. Und es hat immer wieder, sogar die Aktionsgemeinschaft, also die sozusagen jetzige schwarze Studierendenvertretung oder ÖVP nahe, die hat eigentlich begonnen, neben der ÖSU, wie es damals geheißen hat, oder ich glaube, also diese ÖSU, ja. ÖSU, neben dieser ursprünglich ÖVP-nahen Studentenvereinigung, begonnen, sie zu begleiten und allmählich aber sie zu ersetzen. Und solche Initiativen gibt es immer wieder, an einzelnen Unis und auch in ganz Österreich. Aber natürlich muss es und soll es neben diesen etablierten Bewegungen spontanere, freiere, punktuelle, bestimmte Dinge sich einsetzende geben. Mein Name ist Daniel, ich studiere Wirtschaftsrecht, und Sie haben im Impulsvortrag schon gemeint, dass Sie eben auch wie Sie vor der Entscheidung gestanden sind, was studieren Sie, eine eher von der Gesellschaft nicht so übliche Entscheidung getroffen haben. Und wir sehen es jetzt auf den Unis, es gibt Orientierungsphasen oder auch nicht. Es gibt, Sie kennen das sicher zuhauf, Maturantinnenberatung und was auch immer. Da ist aber die Frage, wir sehen das auch nicht nur auf den Unis, sondern auch bei der Lehrsituation. Es gibt 300 Lehrberufe und die 10 häufigsten werden gesucht. Auch so ist es auf der Uni. Gewisse Fächer sind einfach überlaufen. Das ist die Frage,
wären da Lösungsansätze? Wie könnte man sozusagen den Leuten, unabhängig welche Zugänge sie haben von ihrem sozialen Status, wie kann man denen zeigen, es gibt die und die Studien und die sind auch wichtig, dass man vielleicht einmal Philologie studiert oder dass man auch damit was erreichen kann? Es gibt zwei Wege, die wir beide, also ich beide einzuschlagen versuche. Der eine Weg ist noch mehr, noch bessere, noch flächendeckende Beratung. Sie haben vollkommen recht, das Wissen über die Studienmöglichkeiten ist immer noch erschreckend niedrig. Und ich könnte da Anekdoten erzählen, die einen nur staunen machen. Also wir müssen viel mehr beraten, viel umfassender beraten. Wir sind dabei, die entsprechenden Beratungssysteme, die wir haben, auszubauen. Das ist einerseits ein System, das über die ÖH läuft, das ist eines, das über die Unis läuft und eines, das über die Schulen läuft. Und ein viertes, das wir auch im Bundesheer einsetzen, das ist nur ein Randbereich, aber doch einer, wo auch viele potenzielle Studierende sind. Also das müssen wir alles ausbauen. Es gibt ja sogar ein Gesetz, dass die Studienberatung verpflichtend sei. Es fehlt nur noch die dazugehörige Verordnung, die ich erlassen muss und die ich erst erlassen werde, wenn die Beratung flächendeckend und kompetent gesichert ist. Vorher mache ich das nicht. Und das dauert noch einige Jahre, weil das auch mit Kosten verbunden ist. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist ganz klar, sind für mich Zugangsregeln. Wenn ich es trotzdem nicht schaffe, die Studierenden so zu verteilen, dass eben nicht das Problem überlaufener Massenfächer entsteht, wo weder eine erträgliche Betreuungsqualität und Zugangsqualität gesichert ist, noch die Berufsaussichten gut sind, weil zu viel das studieren, da sind Zugangsregelungen ein wichtiges steuerndes Element. Wenn ich einfach gewisse Begrenzungen einziehe, die ich vor allem brauche, um den Universitäten die zu ermöglichen, dass sie ihre Kapazitäten leben, und das muss man ihnen ermöglichen, dann verteilen sich die Studierenden auch besser. Also mit diesen zwei Mitteln, denke ich, kann man das Problem in Angriff nehmen und größtenteils hoffe ich zumindest zu lösen. Wenn ich etwas dazu sagen kann, der größte Meister meines Lebens, das ist der Gründer der Bewegung der Rechtsbehörde, Dulce Dussani, hat immer mir einen Satz gesagt, der mir sehr geholfen hat, um Entscheidungen zu treffen, diesbezüglich welche Studienrichtung, welcher Job, was auch immer. Man hat immer gefragt, so wie du bist, wie kannst du am besten der Gesellschaft dienen? Mich beeindruckt einmal, dass der Erfolg und das Geld nicht vorkommen in dieser Frage, wobei natürlich, das ist auch berechtigt und gehört auch dazu, man muss leben, messen und trinken und da haben, aber es ist sekundär. Ich glaube, wichtig ist, so wie du bist, das ist, was zieht dich an, welche Fähigkeiten hast du, welche was berührt dich, was schafft in dir eine Faszination, eine innere Bewegung? Und zweitens, wie kannst du dienen? Das ist auch fast verboten, darüber zu reden heutzutage. Also die Frage ist immer, wie kannst du Power haben, Macht über andere Menschen und so. Aber ich stehe dazu. Ich glaube, das hat eine Kraft, die viel mehr auf Dauer hat und viel mehr Substanz hat und viel weniger eben von Erfolg abhängig ist. Das ist natürlich ist einerseits ein sehr stimmiger Standpunkt, was Ihren ersten Teil anlangt. Durch hohe Selbsterkenntnis trifft man natürlich bessere Entscheidungen, als wenn man sich verkennt, das ist klar. Wenn man sich verkennt, überfordert, unterfordert man sich, geht man in falsche Richtungen, das ist ganz klar. Das zweite allerdings, wie kann ich am besten dienen, ist natürlich ein sehr, sehr edler, christlicher, altruistischer Standpunkt, der, haben Sie recht, heute nicht sehr modern ist, den man als Christ wohl erheben kann und wohl auch erheben muss. Und es ist wunderbar, dass es Menschen gibt, die ihn noch erheben, finde ich wunderbar. Nur, wir alle wissen, dass der Trend dagegen steht. Und ja, wir können alternativ sein. Ja. Übrigens, alle hier wissen ja, dass ich war vorher Magister
und jetzt bin ich Minister. Magister kommt von Magis mehr und Minister kommt von Minus weniger. Der Minister ist der Diener, nicht? Also ich bin jetzt auch vom Meister zum Diener geworden. Ja. Als Aperçu sozusagen. Ja, weil dieser erste Ansatz, das Subjektive, die Anziehungskraft, das Ich, die Verwirklichung, das ist sehr modern, weil in der Modernität die Subjektivität spielt eine große Rolle. Und diese Objektivität ist nicht so dienen und so. Aber ich glaube, der Zusammenspiel von beiden Sachen ist absolut notwendig. Eine Sache ohne die andere, entweder ist zu trocken oder viel selbstzentriert. Aber bitte. Guten Abend, mein Name ist Ulrike, ich studiere Betriebswirtschaft auf der Wirtschaftsuni und ich habe zwei Punkte. Der eine ist ein Widerspruch, der ist an Sie gerichtet, weil Sie vorhin gesagt haben, dass Studierende sehr oft halt unpolitisch sind und sich nicht so oft engagieren. Dem widerspreche ich entschieden, nicht nur aus Erfahrungen im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch aus statistischen Erhebungen. Die Uni Live-Beilage in der Presse hat gerade letztens berichtet, wie viel Prozent der Studenten sich halt nebenbei, neben dem Studium und teilweise auch neben dem Job irgendwo ehrenamtlich engagieren, und das ist kein geringer Teil. Also das bitte ich zu beachten. Gut, ganz kurz, das Zweite, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut aus mit Statistik und so weiter, aber das Erste, ich würde Sie und diesen Freundeskreis besser kennenlernen. Und das Zweite ist eine Frage an Sie, Herr Minister, und zwar, wie gehen Sie mit dem Widerspruch um, dass Sie einerseits sagen, Zugangsregelungen müssen in irgendeiner Form kommen oder sollten kommen, und auf der anderen Seite, dass Sie gesagt haben, es gibt Studierende, oder die wenigsten Maturanten oder halt 18-jährigen, 19-jährigen Studienbeginner wissen wirklich genau, in welche Richtung sie gehen wollen und was ihnen sehr liegt. Mir geht es selber oft so in Diskussionen, die einen sagen, ja, vor allem studierende Kollegen sagen, es sollen Zugangsregelungen her. Und ich denke mir irgendwo, ich habe ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich quasi den nachkommenden Maturanten sage, also sie einschränke in ihrer Wahl oder in ihren Möglichkeiten, und ich selber bin nie eingeschränkt worden. Und ihnen ist es wahrscheinlich auch so gegangen. Also sehen Sie den Widerspruch auch und wie gehen Sie damit um? Wie Sie den Widerspruch zuerst formuliert haben, hat er mir schlicht nicht eingeleuchtet. Wie Sie ihn jetzt zum Schluss sozusagen als Gewissenskonflikt formuliert haben, hat er mir sehr wohl eingeleuchtet. Das heißt, ich antworte jetzt einfach auf das Zweite, sonst müssen Sie mir das Erste noch einmal erklären. Können Sie natürlich, aber ich antworte einfach einmal auf das Zweite, da kommen wir dann der Sache schon nahe. Also bei den Zugangsregeln gehe ich jetzt schlicht einmal nicht von diesem Gewissensproblem aus, aber das löst sich vielleicht langsam. Ich gehe von einer anderen, für mich ganz evidenten Sache aus. Ich gehe von der Sache aus, dass Universitäten wie jede Institution Kapazitätsgrenzen haben. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Das ist die eine Seite. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Lehrenden, die eine bestimmte Anzahl von Studierenden betreuen können. Es gibt dann eine bestimmte Anzahl von Laborplätzen, Praktika, Räumen etc. Es gibt Kapazitätsgrenzen und Außen. Wir wissen das an der WU, da studieren Sie. Ja. Da sagt mir immer wieder Badel, dass dort fünfmal so viele Studierende beginnen, als sie eigentlich Platz und Betreuungsmöglichkeit hätten. So, jetzt war mir eine neue WU und die ist jetzt schon für die Studierenden, die derzeit an der WU studieren, sagt man mir, zu klein. Kostet aber 500 Millionen Euro oder ein bisschen mehr. Also wir können jetzt nicht nach dieser neuen WU gleich wieder eine bauen. Das geht schlicht nicht. Das heißt, die Kapazitätsgrenzen, die gibt es auch, wenn ich noch so viel Geld in die Hand nehme. Es wird sie immer geben, denn wenn ich sage, es gibt Kapazitätsgrenzen, dann tönt mir von linker Seite entgegen, dann nimm mehr Geld in die Hand und schaff die Kapazitätsgrenzen ab. Es geht nicht, gibt es immer. So, das ist die eine Seite. Die zweite, wir müssen in Österreich jeden Studierenden aus der gesamten EU aufnehmen. Das verlangt die Nicht-Diskriminierung von EU-Bürgern, und das ist auch in Ordnung, damit bin ich einverstanden, als Europäer ist das in Ordnung. Weil das aber so ist, ist es aus einem zweiten Grund schlicht unmöglich, jedem Bürger, jeder Bürgerin aus der EU, jeden beliebigen Studienplatz anzubieten. Das ist schlicht unmöglich. Wir tun aber derzeit so, als ob das ginge. Wir tun so, als ob bei uns jeder Studierende aus der gesamten EU
gerade das studieren kann, was er will, mit ein paar Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen Medizin, Kunst, künstlerische Fächer, Sport. So, das geht auch nicht. Deswegen brauchen wir Zugangsregeln. Aus Kapazitätsgründen brauchen wir Zugangsregeln. So fange ich an. Und jetzt kann ich fragen, wie steht es da mit der Gerechtigkeit? Dann würde ich einfach antworten, jemanden in ein Fach zu locken, ihm vorzuspiegeln, du kannst studieren, was du willst, und ihn dann vor Zustände zu stellen, wie sie mir teilweise aus der WU geschildert werden, wo man sich um Mitternacht im schnellsten Netz anmelden muss, dass man in entsprechende Lehrveranstaltungen kommt oder wie auch immer, also etc. Die Beispiele ließen sich von Ihnen wohl fortsetzen. Also jemanden in ein Fach zu locken, wo er unzumutbare Bedingungen vorfindet, wo er schlechte Betreuungsverhältnisse vorfindet, ist ein Betrug an jungen Menschen. Und da ist dieser Betrug viel schwerer als eine Ungleichbehandlung gegenüber jenen, die noch das Glück hatten, in das Fach hineinzukommen. Es ist kein Glück, in ein Fach hineinzukommen, wo fünfmal so viele Leute drin sind, als eigentlich betreut werden können. Das ist ein Betrug, darunter leiden alle. Und deswegen brauche ich Zugangsregeln, und die sind besser, sie sind gerechter, sie sind fair, den Leuten zu sagen, so viel habe ich Platz, so viel kann ich nehmen, der Rest muss sich etwas anderes suchen. Es gibt viele, viele Studien, von Latein angefangen und bis hin zu, was weiß ich, viele technische, viele naturwissenschaftliche Studien, wo noch genügend Platz ist, die man studieren kann. Also ich will die Studierenden einfach besser verteilen. Ich will niemanden von einem Studium abhalten. Ich will sie besser verteilen, damit es allen besser geht. Und das ist für mich das obere Ziel. Und da wiegt die Gerechtigkeit zwischen ihnen, die noch frei wählen und frei hineingehen konnte, und der Zumutbarkeit von Studienbedingungen, da wiegt das zweite schwerer. Gut, eine letzte Frage, die von hinten. Ich bin der Matthias, ich studiere Wirtschaftsinformatik an der WU, und ich hätte zwei Teilfragen an Sie. Und zwar das erste geht generell um den Stellenwert in der Bildung, in der österreichischen Politik und in der Gesellschaft, und die zweite geht um Studiengebühren. Es ist ja so, dass in den letzten Jahrzehnten fast die Universitätsbildung und Bildung generell von der österreichischen Politik sehr, sehr in den Hintergrund gerückt ist. Wenn man sich die Uni-Rankings anschaut und auch die momentane Situation an den Universitäten, hat sich nicht von heute auf morgen ergeben. Es war ja chronische Unterfinanzierung auch ein Grund. Und die österreichische Politik gibt sehr viel Geld aus für sehr viele Dinge, die volkswirtschaftlich betrachtet jetzt nicht so gut sind, wie wenn sie das Geld in Bildung investieren würde und auch attraktive Angebote schafft, für viele Menschen sich zu bilden. Und die zweite ist für wegen den Studiengebühren. Es ist ja so, dass in Österreich vor allem den Ausschlag gibt, ob man studiert oder nicht, aus welcher gesellschaftlichen Schicht der Student kommt. Und Studiengebühren wären meiner Meinung nach ein weiterer Schritt dazu, auch wenn es jetzt nicht sehr viele sind, die deswegen nicht studieren, aber jeder, der wegen Studiengebühren nicht studiert, ist einer zu viel, da meiner Meinung nach Bildung ein Recht ist. Wenn man wirklich Interesse und den Ehrgeiz hat, etwas zu verfolgen, sollten nicht die finanziellen Hürden der Grund sein, warum man es nicht tut. Ja, es ist noch ein großes Feld, das ich jetzt betreten muss, aber ich werde es kurz machen. Die erste Frage, Stellenwert der Bildung, der ist zumindest, was den Diskurs anlangt, ziemlich hoch in Österreich inzwischen, erfreulich hoch, wobei Bildung fast immer oder sehr häufig im Zusammenhang mit Wohlstand, mit ökonomischen Vorteilen, mit Konkurrenzverhältnissen in der globalisierten Welt argumentiert wird. Das heißt, wir brauchen Bildung, damit wir konkurrenzfähig bleiben, damit wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben etc. Das ist ein nicht unwichtiger Aspekt von Bildung. Es gibt aber zwei weitere Aspekte, die man unbedingt betonen muss und die aus meiner Sicht wichtiger sind als dieser. So sehr ich auch einsehe, dass es gut ist, wenn es uns auch materiell gut geht, das möchte ich nicht kleinreden. Die zwei anderen Aspekte sind erstens der gesellschaftliche Nutzen von Bildung. Ich habe ihn schon kurz angedeutet. Ich glaube, ich setze einfach darauf, obwohl es leider in der Geschichte einige Gegenbeispiele gibt, dass gebildete Menschen
tauglicher sind für demokratische Gesellschaften aus vielen Gründen. Sie sind mündiger, sie sind weniger manipulierbar, sie sind souveräner in ihren politischen Entscheidungen. Also wenn wir an das nicht glauben, dann müssten wir eigentlich an der Demokratie insgesamt verzweifeln. Und der dritte Grund, warum Bildung wichtig ist, Bildung ist auf jeden Fall ein Gewinn fürs Individuum. Das, ein Individuum wächst mit Bildung und Anbildung und könnte ich jetzt auch sehr lange ausführen, muss ich wohl nicht. Leuchtet wohl ein, gerade in diesen Kreisen. Die zweite Frage, Studienbeiträge, die ich auch mit einem gewissen, mit einer Tendenz verbunden habe, die behauptet, Studienbeiträge seien sozial selektiv. Es gibt viele empirische Befunde, dass Studienbeiträge in maßvoller Höhe nicht sozial selektiv sind. Ich selber bin ein Beispiel, aber das zählt nicht. Es gab letztes Jahr eine große Untersuchung in Berlin mit 40.000 Fällen, die ganz klar beweist, dass Studienbeiträge in maßvoller Höhe keine Auswirkung hat auf die soziale Zusammensetzung der Studierendenschaft. Es gibt zwei ganz klare Belege in Österreich selber. Ich könnte aber noch viele, viele internationale Belege bringen. Ich bringe zwei österreichische, weil es sehr plausibel ist. Wir haben an den Fachhochschulen, wo es Studienbeiträge gibt, teilweise die bessere soziale Durchmischung als an den Universitäten, wo es keine Studienbeiträge gibt. Und wir haben in den Universitäten selber ja auch inzwischen ein schönes Versuchsfeld. Wir hatten da ja eine Zeit lang Studienbeiträge. Und wir sehen, dass wir vor den Studienbeiträgen und während der Studienbeiträge die völlig gleiche soziale Durchmischung hatten und dass wir nach 2009 jetzt sogar eine etwas schlechter werdende soziale Durchmischung haben, als die Studienbeiträge großteils wieder abgeschafft worden sind. Auch dieser Befund zeigt uns, Studienbeiträge maßvoller Höhe spielen keine Rolle, was die soziale Durchmischung anlangt, die in Österreich, da haben Sie recht, verbesserungsfähig ist. Ich habe ein Modell für Studienbeiträge vorgeschlagen, wo ich aus der Berücksichtigung und der Rücksichtnahme und auch Akzeptanz dieser Sorge, dass sie sozial selektiv seien, sehr viele soziale Elemente hineingebaut habe. Die könnte ich auch erzählen, aber es würde es zu weit führen. Ich bin aber also überzeugt, dass das keine Rolle spielt. Andererseits spricht für Studienbeiträge dreierlei. Sie sind erstens, sie bringen den Universitäten Geld, man darf sie nicht kleinreden. Die Studienbeiträge, wie ich sie vorschlage, würden den Universitäten in den nächsten 3 Jahren, wo sie eine zusätzliche Hochschulmilliarde bekommen, übrigens auch das ein Beleg, dass der Stellenwert der Bildung in dieser Regierung durchaus hoch veranschlagt wird. Wir sind der einzige Bereich, der vom strengen Sparkurs ausgenommen ist, der nicht nur ausgenommen ist, sondern zusätzliches Geld bekommt. Das zeigt sehr wohl, dass diese Regierung Bildung für wichtig hält. Natürlich können es immer mehr sein, das weiß ich auch, aber wir müssen einfach auch realist sein. Natürlich können es mehr sein, natürlich könnte man sagen, bauen wir den Chor am Tunnel nicht oder den Basistunnel nicht, dann haben wir Milliarden für die Bildung. Aber das ist einigermaßen realitätsfremd, das zu sagen, obwohl man es sagen kann natürlich. Also kurz und gut, ich bin jetzt aus der Argumentation herausgefallen, und Studiengebühren bringen den Universitäten spürbar mehr Geld. Diese Hochschulmilliarde würde, wenn wir Studiengebühren hätten, noch einmal um eine halbe Milliarde erhöht in den nächsten 3 Jahren. Das ist deutlich mehr Geld. Die Universität Innsbruck hat, ich war dort Rektor und habe das Budget gemacht, hat zu meiner Zeit etwa 200 Millionen Budget gehabt, plus etwa 15 Millionen Budget aus Studienbeiträgen. Also man kann nicht sagen, dass diese 15 Millionen irrelevant sein. Studienbeiträge bringen mehr Finanzierung an die Unis, ganz klar. Mit denen kann man sehr, sehr viel tun. Man kann eine Fülle Assistentenstellen machen, man kann eine Qualifizierungsstelle machen, man kann Professuren machen, man kann Labore bauen, etc. Studienbeiträge sind sozial gerecht, sage ich, weil nur diese zahlen müssen, die es sich leisten können, sind auch dessen sozial gerecht, weil ausländische Studierende einfach einen Beitrag leisten sollten zur Finanzierung des österreichischen Sozialsystems. Es ist nicht einzusehen, und die Mailänder Millionärstochter mit Steuergeld der Supermarktkassiererin in Österreich studiert. Das ist nicht einzusehen, das ist ungerecht. Studiengebühren sind sozial gerecht. Dritter Punkt, Studienbeiträge erhöhen die Verbindlichkeit des Studiums.
Auch dafür gibt es ganz klare Belege und jeder braucht nur seinen Hausverstand einzuschalten und weiß, dass das so ist. Aber es gibt Belege, die Zahl der inaktiven Studierenden sind nach Einführung der Studiengebühren durch Valgera rasant zurückgegangen und danach wieder rasant gestiegen. Also die erhöhende Verbindlichkeit des Studiums ist ja ganz klar. Und das sind für mich da ganz wichtige Momente und Argumente zur Einführung maßvoller sozialverträglicher Studienbeiträge. Was nichts kostet, ist nichts wert. Was wird jetzt Hausmeisters? Gut, ich schließe, ich habe mich sehr wohl gefühlt, nicht zuletzt, weil ich als Basker in Spanien in den Tiroler in Österreich das Nächste zu meinem Volk gefunden habe. Aber vor allem eben habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ja, die Vorarlberger, weil die sprechen eine Sprache, die noch schwieriger ist. Aber vor allem habe ich mich wohl gefühlt, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, nicht Fachidioten zu werden. Und das haben sie mit besseren Worten betont. Also diese Allgemeinbildung. Ich schenke Ihnen eine Definition von Bildung. Ich hoffe, Sie kennen sie nicht, auch wenn sie von einem Tiroler kommt, von Jungmann. Einführung in die Gesamtwirklichkeit. Und der Meister, der dich hilft, der dir mitbringt zu dieser Größe der Wirklichkeit, die meistens uns unbekannt ist, zu dieser mysteriösen Wirklichkeit, durch die Wissenschaft, durch das Akademische hindurch, aber zur Wahrheit, zur Gesamtwahrheit. Damit schließe ich, bedanke mich bei Ihnen und bei allen für den sehr schönen Abend. Ich hoffe, wir werden irgendwie in Verbindung bleiben. Gerne. Und damit eröffnen wir das Buffet. Danke sehr. Ah. Und Frau Alberger, herzlichen Dank.